68 Jungen und Mädchen wurden aus der Realschule Balve entlassen. Plötzliche Erkrankungen und technische Probleme zeigten einmal mehr bei der ersten regulären Entlassfeier seit 3 Jahren, dass Lehrer, Schüler und Eltern improvisieren können. So sorgte unter anderem Alexander Schulte für den musikalischen Part. Um angemessen gekleidet zu sein, müssen die Schuhe und der Gürtel zusammenpassen. Nur dann ist man angemessen gekleidet. Aber genug gequatscht. Ich fange jetzt an zu spielen und quatschen tun nachher noch genug Leute. Stellvertretender Bürgermeister Alexander Schulte verglich die Realschulzeit mit einem Flug. Jetzt ist es endlich soweit. Mit Bravour seid ihr durch alle Kontrollen gekommen. Gemeinsam mit euren Mitschülerinnen und Mitschülern habt ihr ein erstes bedeutsames Ziel erreicht. Mit dem Abschlusszeugnis habt ihr das Ticket für eine neue Lebensetappe in der Hand. Euch öffnen sich überall Türen. Jetzt geht die Reise los. Liebe Schülerinnen und Schüler, seid immer zu einem Zwischenstopp bereit. Behaltet die Bereitschaft und die Fähigkeit zu lernen bei. Bleibt neugierig und aufgeschlossen. Ich wünsche euch einen guten und interessanten Flug in eure ganz persönliche Zukunft. Für den heutigen Abend wünsche ich euch eine schöne Entlassfeier im Kreise eurer Mitschülerinnen und Mitschüler, eurer Eltern, Freunde und Lehrer. Eine Feier, an die ihr euch auch später noch gerne erinnern werdet, aber bitte ohne Absturz. Ein Jahrzehnt Schule liegt nun hinter euch. Ein Jahrzehnt, das bestimmt für die meisten mit euch mit Höhen und Tiefen in Erinnerung bleiben wird. Ich habe lange überlegt, was ich an so einem besonderen Tag zu euch sagen soll. Soll ich euch die Weisheiten des Lebens erklären oder aufzählen? Wollen wir von der Pandemie oder über den Krieg sprechen? Natürlich sind dies alles wichtige Themen in unserem Alltag geworden. Aber keine, die eure Schulzeit und euren Abschluss heute in meinen Worten trüben soll. Jeder von euch hat die Möglichkeit, seinen Lebenstraum zu erfüllen und seinen Weg zu gehen. Geht also den nächsten Schritt. Nutzt eure Chance. Wir werden euch auch immer noch weiter dabei unterstützen. Daher auch ein großes Dankeschön meinerseits an Sie. Wir alle haben Ihnen und allen Lehrerinnen und Lehrern der SHB sehr viel zu verdanken. Die Zeit mit Ihnen werden wir niemals vergessen. Und ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass der Gedanke an die Zukunft schon sehr gruselig sein kann. Denn letztlich weiß man nie, wie es tatsächlich wird. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass man keineswegs Angst davor haben muss, was uns in den nächsten Jahren bevorsteht. Denn ich bin der Meinung, dass jeder Einzelne von uns das Zeug hat, seine Träume und Ziele in die Wirklichkeit umzusetzen. Dabei wünsche ich jedem von euch viel Glück und Erfolg. Lasst uns den heutigen Tag, den 15.06., zu einem unvergesslichen Tag in unserem Leben machen. Lasst uns nachher auf der Abschlussfeier im Beisein unserer Freunde, unserer Familie und den Lehrern feiern und Spaß haben. Vielen Dank. In Zeiten, wo in Betrieben und Behörden aus Sorge um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig nicht einmal Publikumsverkehr zugelassen war, haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, jeden Tag in einem Raum mit bis zu 30 Schülerinnen und Schülern und täglich neu auftretenden Infektionen gestanden und Ihr Bestes gegeben. Man durfte sich zwar nicht mit mehr als 10 Menschen aus unterschiedlichen Haushalten treffen, da aber bekanntlich Lehrerinnen und Lehrer Superkräfte haben, durften Sie in der Schule an täglichen Treffen von über 500 Menschen teilnehmen. Während Menschen in Testzentren in Ganzkörperschutzanzügen Tests durchgeführt haben, waren Lehrkräfte lediglich mit Mund-Nasen-Schutz mit, ich muss es nochmal sagen, mit bis zu 30 Personen in einem 60 Quadratmeter Raum und haben Tests angeleitet und beaufsichtigt. Und warum haben Sie das gemacht und sich nicht, wie an anderen Schulen häufig vorgekommen, einfach geweigert? Weil Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Sie eins klar ist, Kinder ohne Bildung haben keine echte Zukunft. Denkt mal an eure ersten Jahre an unserer Schule zurück. Ihr habt es ja gerade noch gesehen. Und ich denke jetzt noch gar nicht an
mit dem Fahrrad durch die Sporthalle fahren, sich dabei filmen, verlinken und anschließend putzen. Da waren zum einen eure ersten beiden Klassenfahrten nach Hachen und an die Sorge. Dort habt ihr euch erstmal so richtig kennengelernt. Ihr konntet euch ausprobieren. Ihr habt in den stürmischsten Zeiten einen Schulabschluss geschafft. Alle von euch. Das ist euer Ticket ins Leben. Ihr entscheidet, wie ihr euer Ticket nutzen wollt. Macht euch das Leben, euer Leben, so schön, wie es nur geht. Seid mutig, dankbar und positiv. Und das Wichtigste von allem, passt auf euch auf. Vielen Dank. Ich stand wohl des Öfteren schon mal hier vorne an dem Pult, aber vor einem solchen Mikrofon in diesem Rahmen der Veranstaltung habe ich noch nicht gestanden. Und ganz kurz möchte ich erläutern, wie es dazu kam. Vor 3-4 Wochen hat mich Herr Frerich angetextet. Nichtsdestotrotz haben wir dann, wie es heute schon öfter gehört worden ist, improvisiert. Seht es uns nach, wir haben erst um 4 Uhr geprobt, also wir haben es einmal geprobt, aber ich denke, ihr kennt es, wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich gerne mitsingen. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lange wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Herzlichen Glückwunsch. Ein Geschenk des Fördervereins gab es für die jeweils besten Zeugnisse der Klassen. Aber vielleicht ist es interessant, ich habe gerade die Erlaubnis gekriegt, ich darf die Note sagen, er hat nämlich den Schulabschluss geschafft mit der Note 1,5. Er war ja einfach mein Retter in der Not, er hat die ganze Technik gemacht. Deswegen, wenn Phil nicht hier gewesen wäre, dann hätten wir gar nichts an Musik gehabt und auch keine Geräusche wahrscheinlich. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg.